Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin absolut dafür, dass Verbraucher Transparenz bekommen bei den Lebensmitteln, die sie kaufen können. Und ich finde auch vollkommen richtig, dass wir sehr strenge Lebensmittelvorschriften haben in Europa, die auch kontrolliert werden müssen, vielleicht nicht immer genug kontrolliert werden. Der Pferdefleischskandal, da war wirklich offiziell betrogen worden. Da wurde Rindfleisch angegeben, Pferdefleisch war drin. So etwas können wir durch keine Kennzeichnung der Welt verhindern. Wir müssen versuchen, gerade denjenigen, die betrügen wollen, auf die Schliche zu kommen. Vollkommen richtig. Aber bringt es uns, wenn wir wirklich eine Kennzeichnungspflicht haben, auch für verarbeitetes Fleisch in verschiedenen Fertigprodukten? Ist es denn wirklich für uns wichtig zu wissen, ob ein bestimmter Fleischbestandteil aus Dänemark oder aus Polen oder aus Deutschland kommt, solange wir darauf vertrauen können, wenn die Kontrollen stimmen, dass das alles vernünftig hergestellt worden ist? Wissen wir denn zum Beispiel, wenn ein Fleisch meinetwegen aus Dänemark kommt, dass das garantiert qualitativ besser ist, als wenn es woanders herkommt? Wir haben doch überall die gleichen Qualitätsanforderungen. Und deswegen finde ich es gar nicht entscheidend. Ich denke, Verbraucher wollen gute Qualität haben und darüber wollen sie Transparenz haben. Da bringt es gar nichts unbedingt, ob man weiß, aus welchem der europäischen Länder das nun gerade kommt.